6 Freunde sind in einem Zeitloch gefangen. Baron Gabor von Randelstein wurde aus der Gestalt des Falken befreit. Die Freunde versuchen, Antworten von ihm zu bekommen, wie sie endlich aus dem Wald herauskommen. Doch Gabor scheint seine eigenen Pläne mit den Freunden zu haben. Als Emily Gabor von einer geheimen Gruft sprechen hört, geht sie der Sache auf den Grund. Gemeinsam mit den Freunden findet sie dort einen riesigen und mächtigen Kristall, der Anna magisch anzieht. Ich würde es echt interessieren, für was man den Kristall benutzen kann. Und ich will wissen, warum Gabor ihn vor uns verheimlicht. Naja, vielleicht hat er ja noch vor, uns was davon zu sagen. Das glaube ich nicht. Ich habe doch selbst mitgekriegt, dass er uns nicht vertraut. Deshalb war es schon gut, dass wir selber hingegangen sind. Hallo? Ja, dann Anna? Alles klar? Sag mal, hattet ihr auch so ein komisches Gefühl, als wir in der Gruft waren? Was meinst du? Weil der Kristall so gebummt hat? Nee, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass er mich anzieht. Ja, er ist wunderschön, wie ein riesengroßer Diamant. Ja, aber da ist noch mehr. Der ist magisch irgendwie. Steht in Darias Tagebuch irgendwas über den Kristall? Leider nicht, nee. Ich glaube, wenn wir mehr erfahren wollen, dann müssen wir noch mal in die Gruft. Nee, lieber nicht. Das ist schon schlimm genug, dass wir all das vor Gabor verheimlichen. Wenn der uns jetzt noch in der Gruft erwischt, dann schmeißt er uns alle hochkant raus. Ja, aber ich glaube, nur wenn wir zum Kristall gehen, erfahren wir mehr. Nee, Anna, das gibt nur Ärger. Ja, und außerdem müssten wir es vorher mit den anderen absprechen. Der Kristall hat sie aber irgendwie echt angetan, hä? Ja, ich kann es schon verstehen. Wir wollen ja alle wissen, was es damit auf sich hat. Irgendwann werden wir Gabor fragen müssen, da bin ich mir sicher. Dann kapiert er aber auch, dass wir schon in der Gruft waren. Stimmt. Verdammt. Warum hat Anna Darias Tagebuch mitgenommen? Ich weiß nicht, wo wollte die denn eigentlich hin? Die wird doch nicht etwa... Aber dann auf einmal kam so ein weißes Licht und es war, als ob er zu mir sprechen würde. Er hat mir Bilder gezeigt. Der Monolith. Er war so groß und so schön und ich wollte am liebsten nur noch bei ihm sein. Das hast du geträumt, als du bewusstlos warst. Ja. Lass uns hier abhauen, bevor wir erwischt werden, komm. Ihr wart dort unten. Nicht wahr? Ihr habt ihn gesehen. Was meinen Sie? Das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ihr wart beim Kristall. Ja, wir haben ihn gesehen. Ist er vielleicht das Mysterium, von dem Sie immer reden? Die Macht, von dem alles ausgeht? Diese Macht geht euch überhaupt nichts an. Ich warne euch. Der Kristall, er ist sehr gefährlich. Was würde denn passieren, wenn ihn jemand anfasst? Wer ihn berührt, ist verloren. Ich will euch nie wieder hier unten sehen. Nie wieder. Aber wir suchen doch nur nach einer Rettung. Die Rettung findet ihr nicht hier, die findet ihr nur bei mir. Und wenn ihr mir nicht vertraut, dann kann ich euch auch nicht mehr helfen. Sag mal, wie bescheuert bist du eigentlich? Wir haben doch gesagt, du sollst da nicht hingehen. Ja, tut mir leid. Tut dir leid, dafür ist es jetzt leider zu spät. War doch klar, dass Gabor dich erwischt. Und jetzt ist er wütend auf uns alle. Dabei brauchen wir ihn. Ohne Gabor kommen wir nie nach Hause. Ich wollte nur helfen.
Immerhin hat er uns nicht rausgeworfen oder so. Aber Isabel hat recht, wir sollten das uns nicht noch mehr mit Gabo verscherzen. Außerdem hätte echt was Schlimmes passieren können da unten. Du weißt doch, was Gabo über den Kristall gesagt hat. Er ist gefährlich und wer ihn berührt, ist verloren. Ja, mir kam er aber gar nicht so gefährlich vor. Anna, du lagst bewusstlos daneben. Ich hatte echt Angst um dich. Ja. Und was hat uns die ganze Aktion gebracht? Nichts. Nee, das stimmt nicht. Ich hatte eine Eingebung vom Monolithen. Wow, das bringt uns ja natürlich viel weiter. Jetzt weiß ich immerhin, dass der Monolith und der Kristall irgendwie zusammenhängen müssen. Und wie? Ja, das weiß ich nicht. Aber wenn wir zum Monolithen gehen, dann finden wir das bestimmt raus. Natürlich, wir laufen durch lauter gefährliche Bandkreise, nur weil du irgendwelche Sachen gesehen hast, als du bewusstlos warst. Mann, die Bilder waren ganz klar und ihr wisst ganz genau, dass das in dem Wald was bedeuten kann. Selbst wenn. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir erstmal die Füße stillhalten. Für heute hast du echt genug Ärger gemacht, Anna. Mensch, Anna, ich will nicht, dass du was riskierst. Da draußen ist doch Silvana. Ja, ich weiß. Versprich mir bitte, dass du jetzt nicht allein zum Monolithen gehst. Okay, versprich's. Warum so traurig? Ich bin nochmal in die Gruft gegangen zum Kristall und Gabo hat mich erwischt. Der ist jetzt richtig sauer. Deswegen bist du so gefrustet. Warum bist du denn überhaupt nochmal runtergegangen? Naja, aber ich dachte, ich kann vielleicht was Neues über den Kristall rausfinden. Und das habe ich auch. Ich hatte eine Vision und in der habe ich gesehen, dass der Kristall irgendwie mit dem Monolithen zusammenhängen muss. Das muss doch irgendwas bedeuten. Ja. Aber Isabelle und Emily wollen mir nicht glauben. Ja, das sollten sie aber besser. Bei sowas hast du so oft ein gutes Gespür. Ja, eigentlich müsste ich jetzt noch mal zum Monolithen gehen und rausfinden, wie er in Verbindung zu dem Kristall steht. Ja, super Idee. Ja, das wollen die anderen aber nicht. Die meinen, es wäre zu gefährlich wegen den Bandkreisen und so. Ja, man muss schon ein bisschen aufpassen. Ich habe den anderen versprochen, dass ich nichts mehr allein unternehme. Solange es nur das ist. Es ist unglaublich. Wie konnten die Kinder den Weg zum Kristall finden? Ja, sie sind sehr neugierig. Ich weiß. Nur darum haben sie den Fluch von mir genommen und mich vom Falken zurückverwandelt. Aber das geht zu weit. Wenn die Kinder schon wissen, wo der Kristall versteckt ist, dann wird auch Silvana es bald herausfinden. Dann ist es nur eine Frage der Zeit, dass sie mich mit ihren dunklen Mächten herausfordert. Sie wird alles versuchen, den Kristall zu kriegen. Könnt ihr sie aufhalten? Nur wenn ich die Macht über den Kristall erlange, bevor sie es tut. Aber dafür brauche ich die Hilfe des Auserwählten. Wie es die Weissagung will. Wenn ich sie nur vollständig kennen würde. Ich bin mir sicher, dass die Weissagung auch einen Hinweis darauf enthält, wer der Auserwählte ist. Okay, da wären wir. Was machen wir jetzt? Boah, keine Ahnung, ehrlich gesagt, aber das muss ein wichtiger Ort sein. Ob der Monolith von Menschen aufgestellt wurde? Ich weiß nicht. Was war das denn? Das war genau in dem Moment, als du ihn berührt hast. Mach das nochmal. Boah, ich fasse es nicht. Nein, lass die Hand genau da, wo sie ist. Anna, das glauben uns die anderen nie. Wandbild, das in Darias Hütte war. Ja, bis es Costa im Auftrag von Silvana zerstört hat, aber mit viel mehr Symbolen. Schau mal, die kennen wir noch gar nicht. Ja. Das muss das Original sein. Cool. Aber wie steht das jetzt in Verbindung mit dem Kristall? Keine Ahnung. Schon wieder dieser blöde Wind. Komm, lass uns lieber schnell zurück ins Schloss gehen. Ja, okay. Pass auf die Bandkreise auf. Finn. Ich kann es echt kaum erwarten, den anderen das Bild zu zeigen. Finn. Scheiße, Silvana, versteck dich.
Nein. Bald sehen wir uns wieder, Gabor. Ich war beim Monolithen. Ach, Anna. Aber es war kein Alleingang. Sie ist da mit mir hingegangen. Anna, so war das aber nicht ausgemacht. Warum versprichst du was, wenn du dich eh nicht dran hältst? Wir hatten ausgemacht, dass du hier bleibst. Was, wenn du in den Bannkreis getreten wärst? Ja, ich weiß. Und ihr hattet auch recht. Der Wald ist echt gefährlich. Beinahe wären wir Savanna in die Arme gelaufen. Warum seid ihr denn so leichtsinnig? Ich hoffe, das war euch eine Lehre. Ihr hättet wenigstens Bescheid sagen können, bevor ihr geht. Jedenfalls haben wir auch gute Neuigkeiten. Wir haben nämlich was echt Cooles beim Monolithen entdeckt. Als Anna den Monolithen berührt hat, ist das hier erschienen. Hey, wow. Das ist ja das Wandbild aus Darias Hütte. Nur mit viel mehr neuen Symbolen. Wir haben sogar schon unser Wandbild vervollständigt. Anna, zeig's ihn mal. Hier. Krass. Wir glauben, dass wir beim Monolithen das Original entdeckt haben. Naja, ich glaube, das ist vielleicht irgendwie eine Anleitung, wie wir mit Hilfe von dem Kristall hier rauskommen. Ey, das wäre ja super. Stellt euch mal vor, wenn das die Anleitung dafür ist, dass wir hier rauskommen. Ja, aber ich muss mich noch bei euch entschuldigen. Ich habe mein Versprechen gebrochen. Anna, mir geht's doch gar nicht um das Versprechen. Mir geht's darum, dass hier nichts passiert. Ja, wenn du einfach irgendwo hingehst, ohne uns Bescheid zu sagen, dann passiert dir was. Wie sollen wir dir denn helfen? Dann seid ihr gar nicht böse auf mich. Nein. Das ist ja auch eine ganz coole Entdeckung. Das hilft uns bestimmt weiter. Okay, dann lasst uns jetzt rausfinden, was uns das Wandbild sagen will. Nächstes Mal beim Fluch des Falken. Ich möchte den Mana-Stein mitnehmen und in die Nähe des Kristalls bringen. Vielleicht reagieren die miteinander oder so. Mann, bist du bescheuert? Willst du, dass uns hier alles um die Ohren fliegt, oder was? Hintergehst du mich? Endet das übel für dich? Keine Sorge, Herr. John!